Es tickt der Countdown zur letzten TV-Debatte in diesem turbulenten 2020-Wahlkampf in Amerika. In Nashville kommen US-Präsident Donald Trump und der Demokrat Joe Biden zum TV-Duell zusammen. Es ist das insgesamt dann zweite TV-Duell, nachdem jenes für letzte Woche geplante abgesagt wurde. Die Moderatoren und die Kommission hatte damals beschlossen, dass es virtuell am Computer stattfinden sollte, wegen der Coronavirus-Erkrankung von US-Präsidenten Donald Trump. Das hat Trump abgelehnt. Jetzt also kommt es doch noch zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Spitzenkandidaten. Und nachdem das erste Duell in Cleveland praktisch zu einem Fiasko geworden ist, in dem sich beide Kandidaten mehrheitlich eigentlich fast angebrüllt haben, haben die Organisatoren jetzt Konsequenzen gezogen. Wurde so eingerichtet, dass bei den zweiminütigen Eröffnungsstellungnahmen zu jedem dieser sechs Themenschwerpunkte, die geplant sind, die Mikrofone des anderen abgeschaltet werden. Damit soll das Dreinreden verhindert werden. Erst dann in der offenen Debatte bleiben beide Mikros offen. Und viele sagen hier, damit würde man eigentlich Donald Trump einen Gefallen tun, denn genau Donald Trump konnte sich nicht zurückhalten in Cleveland, hat ununterbrochen dreingeredet, so krass sogar, dass Joe Biden einmal gesagt hat, er soll das Maul halten, endlich. Donald Trump hat diese Performance, dieser Auftritt in Cleveland in den Umfragen massiv geschadet. Er hat jetzt noch eine einzige Chance, das Steuer herumreißen zu können mit einer vielleicht charismatischen Performance beim letzten TV-Duell.